Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Plattenladen, eurem neuen Lieblingsmusikmagazin aus Leipzig. Heute mit Mallorca, hier im Is es Erika. Hallo ihr drei. Hi. Hallo. Ich mag es extrem, ist es ein Problem, entweder ganz oder gar nicht. Ich mag es bequem und recht angenehm, entweder glanz oder schwarz. Auch lustig, dass du zuerst sagst Hi und ich aber erstmal das Mikro woanders hinhalte. Wir haben hier, ich stelle mal die Leute einzeln vor, wir haben hier den Olli, den Matt und den Christian, Mallorca zusammen. Mallorca hat ja eigentlich so vom Bandnamen her erstmal, gibt ja erstmal eine positive Richtung vor, gerade jetzt in dieser herbstlichen Stimmung hier in Leipzig. Ist das für euch auch so ein Stück weit Flucht aus... Ja, aus Deutschland, auch wenn ihr gerade vielleicht nicht im Flieger sitzt, auf dem Weg nach Malle? weiß ich nicht. Man versucht ja ständig zu flüchten, irgendwie. Ja. Also man ist ja immer auf der Flucht von etwas, von irgendwen oder was auch immer. Ja, magst du da ein konkretes Beispiel nennen? Vor sich selbst. konkretes Beispiel? Nö. Habe ich jetzt keins auf Lager. Frag mich das nochmal in 5 Minuten, dann habe ich schon Antwort. Aber ich bin eigentlich schon an der richtigen Adresse, denn du, Olli, du schreibst ja die Texte und singst auch dementsprechend. Mhm. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, man ist ja ständig auf der Flucht, unter anderem auch vor sich selbst. Wie spiegelt sich das in euren Texten wieder? Das ist jetzt eine interessante Frage, weil eigentlich gehen die Texte niemandem was an, außer die Leute, die es anhören. Ich werde nicht preisgeben, worum es in den Texten eigentlich geht. Weil meistens haben die Texte vielleicht, die haben eine Bedeutung, aber manchmal vielleicht haben die gar keine Bedeutung. Und was auch immer die bedeuten, das liegt nicht an mir zu erklären, worum es geht, weil dann ist die Magie auch weg. Dann brauche ich auch gar keine Lieder schreiben. Ich kann es nicht leiden, zum Beispiel, wenn jemand sagt, das nächste Lied handelt von meiner Ex-Freundin oder von meinem WG-Partner, der immer die Wurst aus dem Kühlschrank geklaut hat oder irgend so ein Bullshit. Das interessiert mich. Wir alle kennen diese Lieder. Ja, eben. Und da ist die Magie plötzlich auf einmal, bumm, ist sie weg und das Lied hat seine Bedeutung, seine Kategorie, seine Schublade und es hat keinen Zauber mehr. Und deswegen werde ich zu meinen Texten nichts sagen. Wie ist das, wenn Olli jetzt mit einem neuen Songtext um die Ecke kommt und ihr den dann zum ersten Mal hört? Fragt ihr euch dann manchmal schon so, was könnte er damit meinen oder ist das scheißegal und ihr schrammelt einfach drauf los? Ja, also ich frage mich tatsächlich, habe mich bis jetzt nie gefragt, worum es im Kern geht bei den Texten. Ich mache es eigentlich so, wie es Olli auch vorhat. Ich mache mir meinen eigenen Reim drauf und frage ihn gar nicht, was er damit meint. Und dann habe ich selber Assoziationen im Kopf, die ich nicht preisgebe. es ist tatsächlich so, dass wir, entweder gibt es schon einen Text, um den wir dann die Musik drum basteln. Es kann aber auch sein, dass es einfach ein paar Riffs gibt und der Text kommt danach erst. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und zum Thema Flucht, ich persönlich denke, dass ich vor nichts fliehe, aber ich glaube, was Olli meint, ist, also es gibt tatsächlich viele Leute, die mit irgendwas im Leben nicht so richtig klarkommen, ob bewusst oder unterbewusst. Und dann gibt es Handlungsweisen und Verhaltensweisen, die dazu führen, dass man eine Person sympathisch, unsympathisch findet oder irgendwas. Ich glaube, was alle irgendwie eint, es gibt so ein immer irgendwie in einem drin die Frage, warum bin ich, was mache ich, was ist mein Ziel im Leben? Und das führt dann eben zu positiven Sachen, aber auch zu viel Nachdenken, Grübeln und negativen Gefühlen und Ähnlichem. Also das beschäftigt Leute, glaube ich, die ganze Zeit im Leben, zumindest jetzt in unserer hier Gesellschaft. So, ja. Ist dann die Musik gar nicht unbedingt ausschließlich jetzt die Texte, sondern insgesamt so die Musik dann auch ein gutes Ventil dafür, für all diese unterschiedlichen Gefühle, denen man sich im Alltag vielleicht auch jetzt gar nicht unbedingt so gerne stellt? Ja, natürlich ist es auch ein Weg, etwas, ein Ventil, irgendwas rauszulassen. Aber wir wollen es trotzdem so einfach wie möglich halten und einfach ein bisschen Rock'n'Roll spielen. Sehr schön, und das macht ihr auch. Und das kann man wunderbar hören. Christian, vielleicht zeigst du mal werbewirksam die Platte in die Kamera.
Das ist unser aktuelles Album. Das haben wir am 21. September als Vinyl rausgebracht und dann auch über die verschiedenen Streaming-Plattformen hochgeladen. Am Zusammenbruch heißt das. Haben wir hier in Leipzig auch pressen lassen bei Randmusik. Ist in Leipzig aufgenommen bei Fritz Brückner im Haunted House Studio im Westwerk. Und da sind unsere aktuellsten Songs drauf. Obwohl wir schon wieder auch neues Material haben. Genau, inzwischen LP Nummer 2. Dazwischen gab es auch mal eine Single, die auf gar keinem Album vertreten ist, genau. Ne? Das war Blau. Genau, der Song heißt Blau und den haben wir so, der ist noch übrig geblieben von der Aufnahmesession unseres ersten Albums, Melancholie und Wahn. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum er nicht auf der Platte gelandet ist, aber auf jeden Fall war er noch da und wir wollten den auch rausbringen und das haben wir dann getan, zusammen mit einem Video. Ja, vielleicht könnt ihr mal was sagen zu der Produktion. Christian hat es ja eben schon gesagt, produziert wurde die Platte auch hier vor Ort in Leipzig. Und soweit ich das richtig verstanden habe und mitbekommen habe, vor den Dreharbeiten, dass es wohl relativ zügig ging. Ist das so? Mit den Aufnahmen, mit der Produktion, genau. Ja, das ging ziemlich schnell. Wir plötzlich nur zu dritt waren, wir wollten auch so schnell wie möglich produktiv sein und alle diejenigen, die nicht mehr dabei waren, zeigen, dass man das auch hinkriegt. Ganz kurz vielleicht zur Erklärung für das Publikum, ihr wart auch mal zu fünft, jetzt seid ihr zu dritt und habt dann zu dritt auch die aktuelle Platte eingespielt. Ja, genau. Na, ich meine, irgendwie, das ganze Leben, man hat immer ständig Ansporn, irgendwas treibt einen immer an, irgendwas gibt einem die Kraft irgendwie. Auch wenn man gerade eine Niederlage erfahren hat, dass man da irgendwie dann doch härter kämpft oder weitermacht und weitermacht und weitermacht. Und das war halt genau das gleiche Ding hier. Da waren dann plötzlich zwei Gitarristen weg und dann musste ich plötzlich auf einmal wieder Gitarre spielen. Wer hätte das gedacht, dass das wieder möglich wäre? Und dann haben wir halt zu dritt die Songs zusammengekriegt und haben gesagt, na dann komm, dann gehen wir ins Studio und nehmen das auf. Und dann haben wir unsere eigene Platte wieder. Und das ist doch das, was wir machen wollen. Und deswegen haben wir es auch so gemacht. Mhm. Ja. Was unterscheidet denn jetzt musikalisch die Platte von eurem Debütalbum? Oh, alles. Oder? Ich meine, die erste Platte ist sehr lässig und sehr... hat auch akustische Elemente und auch die komplette Herangehensweise an der Aufnahme. Ja, wir sind einfach ins Studio bei Freunden gegangen, ohne einen richtigen... Nein, ich hatte schon einen Plan, ein bisschen. Aber so, wie wir das aufnehmen, also ich habe mich einfach hingesetzt und habe alle Lieder erstmal durchgespielt in ein Take auf akustische Gitarre und dann drauf gesungen und dann haben wir alle Instrumente dazu getan, was eigentlich falsch rum ist. Eigentlich nimmt man erstmal die Musik auf und dann machen wir den Gesang drauf und so ist halt Melancholie und Wahn entstanden und es ist halt ein Produkt seiner Zeit. Es war auch so ein Umstandsprodukt. Das war auch so, damals hat uns jemand aus der Band verlassen und wir wollten zeigen, wir kriegen das auch anders hin und haben das so gemacht. Ja, ja. Und dieses Mal haben wir es live aufgenommen und danach eingesungen. So. Es ist ein ganz anderes Tempo dabei und Energie, ja. Wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Live-Auftritten. Ich meine, da seid ihr dann auch immer zu dritt auf der Bühne und diese Live-Energie, so klingt das zumindest für mich gerade, habt ihr dann quasi mit ins Studio genommen, oder? Weiß ich nicht, warst du jemals bei einem Auftritt von uns? Selbstverständlich. Ja? Ja, okay, dann ja, du hast recht. Ja, also tatsächlich habe ich immer gesagt, als die erste Platte fertig war, Melancholie und Wahn, das spiegelt nicht so ganz unsere Live-Energie wider. Ich mag die total, die Platte, weil die hat so einen ganz eigenen Charme. Ich höre sie super oft, sehr gerne tatsächlich zu Hause. Und was jetzt anders ist, ist tatsächlich diese Energie, die wir tatsächlich zu dritt live rüberbringen, ist, finde ich, ziemlich nah dran, auch bei der Aufnahme. Und ich finde es jetzt nicht zwingend wichtig, aber so ein bisschen schon, einfach weil es das, was wir live machen, ist so im Prinzip das, worum es uns auch geht. Also wir haben übelst Bock, live zu spielen. Und dass man sich dann das auch mit nach Hause nehmen kann, finde ich ganz cool, ohne dass es eben ein Live-Album ist, wo jetzt da noch Publikum zu hören ist oder so. Das ist halt trotzdem Studio-Sound.
Also für mein Ohr hört sich das Ganze nach melodischem Schrammel-Indie an. Seid ihr damit zufrieden? Was? Nee, höre ich gerade. Also Schrammel-Indie klingt scheiße. Melodisch. Ja, melodisch ist es, ja. Schrammel-Indie, Schrammel klingt so ein bisschen dann so wie ja, einfach irgendwas runtergedödelt. Ich finde es gar nicht so schrammelig. Es enthält viel Gitarren- und Bass-Effekte. Also es wurde viel mit Effekten rumprobiert und machen wir auch immer noch. So, dass es ein recht zerriger Sound ist und so. Aber so krass schrammelig finde ich es nicht. Also ich assoziiere mit Schrammel irgendwie so ein bisschen punky runter, drei Akkorde und fertig. Nicht, dass wir jetzt 1000 Akkorde pro Songs haben, aber ich finde es jetzt nicht so schrammelig. Aber gut, das können die Leute ja sich selber überlegen. Das stimmt, ich relativiere es. Ja, egal, du kannst von mir aus Barock, Barock-Folk, irgendwas nennen. Nenn's wie du willst. Wie leicht ist es denn, so einen gemeinsamen Konsens zu finden dann im Proberaum oder dann später auch im Studio? Klingt erstmal so, dass es relativ easy ist bei euch, oder? Ja. Zu dritt viel einfacher als zu fünft. Ja. Also es geht ziemlich schnell jetzt, ja. Ja, weil wir sind alle, jetzt sind wir alle fast das gleiche Alter und haben auch die gleichen, ein bisschen von Musik her, die gleichen Vorstellungen, wie wir wollen, was wir für Musik machen. Und es ist eigentlich... Das ist eigentlich total einfach. Also ich würde niemals plötzlich etwas, es wäre, erstens kann ich das überhaupt nicht, wenn ich plötzlich anfangen würde, irgendwie spanisches, wie nennen wir das, dieses Flamenco. Ja, da würde der Chris vielleicht sagen, Olli, was machst du da gerade, oder Matt auch. Aber es macht halt keiner von uns, weil wir das auch nicht können. Wir arbeiten nur in den Rahmen, die wir drauf haben und versuchen das Beste draus zu machen, auch wenn wir die schlechtesten Musiker sind, die wir vielleicht kennen. Aber der spielt gut Schlagzeug, der spielt gut Bass. Und ich kann eigentlich manchmal gut Gitarre spielen. Ne? Das geht schon. Wir kriegen das schon hin, aber wir sind glücklich mit dem Sound, den wir selber kreieren. Ich glaube, jeder haut irgendwie sein Ding in den Topf und was dabei rauskommt, ist etwas, womit wir alle zu dritt arbeiten können. Genau. Und also was vielleicht auch ein bisschen eine Rolle spielt, ist, dass wir es auch nicht zu verkopft und verkompliziert machen wollen. Das ist auch viel aus dem Bauch aus, auf jeden Fall. Und meine Art und Weise, Schlagzeug zu spielen, ist so, wie sie ist. Und die ist eigentlich relativ aufgeräumt zum Beispiel und eher songdienlich und ohne viel Schnickschnack und Firlefanz. Und daraus entsteht dann eben, genauso wie Mats Bassspiel und Ollis Gitarrenspiel und Gesang und so weiter, das, was wir halt machen. Und das machen wir so, wie wir aus dem Bauch aus, wie gesagt, gerade das Empfinden. Ich glaube, es stimmt, was Chris gesagt hat, also wir alle songorientiert an die Musik rangehen. Und nicht irgendwie, ich will jetzt nicht irgendwie ein 12-Minuten-Solo reinbauen oder da ein Bass-Solo und da ein Schlagzeug-Solo, das interessiert uns nicht. Ja. Lieber ist das Ding in 2 Minuten gegessen und wir müssen uns nicht das nächste merken, das irgendwas Kompliziertes für die nächste Probe merken. Das ja, hat so auch so seine Vorteile. Gibt es denn bestimmte Band-Highlights so jetzt im Laufe der Jahre, wo ihr gerne drauf zurückblickt und sagt, ja, das war auf jeden Fall ein Highlight? Fällt euch da spontan was ein? Kolditz. Kein Kommentar. Ja, also ja, was Olli meint ist, wir hatten jetzt, der letzte Gig, den wir hatten, das war tatsächlich in Kolditz, bei eigentlich ja inzwischen Freunden von uns und in so einem Jugendclub, Jugendcenter, wie auch immer. Und der Gig hat uns echt extrem viel Spaß gemacht, weil ich hatte halt so das Gefühl, dass wir total frei aufspielen und es hat irgendwie alles gepasst, war ein geiler Sound auch. Und ansonsten, für mich ein Highlight war natürlich jetzt auch unsere Rekord-Release auf dem Feinkostgelände am 21. September, wo wir noch 3 andere... 16. September. Ach, warum sage ich immer 21.? 16. September. Ich stimmt. 21 wieder wärst. Und ich war wieder 16 gern. Und deswegen, verstehst du? Ja, ja. 16. September. Natürlich, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall noch nicht lange her. Und da haben wir noch 3 andere Bands eingeladen und so ein kleines Happening gemacht. Sexbeat, Fatih und Setra haben da noch gespielt. Und das hat echt Laune gemacht, es kamen ordentlich Leute rum und wir haben da quasi unsere neuen Songs das erste Mal so richtig mit Platte im Gepäck präsentiert und das hat auf jeden Fall Bock gemacht, ja. Wie
Wie gut hat das funktioniert, dann zum ersten Mal die Songs live zu performen? Oder wie aufgeregt war die vielleicht auch? Das war jetzt nicht das erste Mal, dass wir die Lieder live gespielt haben. Hm. Das Aufregende war, dass wir die ganze Veranstaltung selber organisiert haben und alles drumherum da gemacht haben. Uns die Bands ausgesucht, selber die Flyer gestaltet, selber die Flyer aufgehangen, selber mit den Zeitungen geredet, selber alles gemacht, damit es eine coole Veranstaltung wird. Und es wurde dann genauso, wie wir uns vorgestellt haben, dass es wird. Und ich glaube, wir sind alle drei ziemlich stolz drauf, dass wir das so hinbekommen haben, aus dem Nichts plötzlich vor 250 Leuten hier in Leipzig zu spielen, die uns vielleicht vorher gar nicht so gekannt haben. Ja. Das ist für mich Punkrock. Ja, genau. Und die Songs haben wir nicht das erste Mal da gespielt, aber eben, wie gesagt, mit der Platte im Gepäck hat es nochmal ein anderes Gefühl gehabt. Wir hatten jetzt im Laufe des Jahres schon hier und da Gigs, wo wir auch die neuen Songs mitgespielt haben. Aber da war es dann nochmal so richtig offiziell hier, zack, da ist das Album. Viel Spaß damit. Und der nächste Auftritt lässt ja auch gar nicht mehr so lange auf sich warten. Mhm. Im November habe ich gehört, ne? Wo spielt ihr da genau? Noch besser leben. Mhm. Ich bin mir nicht sicher wegen der Datum. 18. November, ja. Das weiß ich auch. Das weiß ich, ja. Könnt ihr euch direkt merken, anstreichen im Kalender, am 18. November im Noch besser leben, Mallorca. Ja, mit illegale Farben. Aus Köln, ne? Ja. Mhm. Okay. Gibt's noch weitere Auftritte, die geplant sind oder möglicherweise auch fürs kommende Jahr? Nee, noch nicht fest. Tatsächlich jetzt, wo wir auch die Platte online so haben, dass wir die rumschicken können, also Anhöroptionen haben für eventuelle Gigs, macht's das leichter, weil wenn du da jetzt irgendwie was hinschickst und sagst, ja, das ist übrigens unsere Platte, die wir vor 3 Jahren aufgenommen haben, dann ist das nicht ganz so... entspricht das nicht ganz dem, was wir jetzt machen. Und das heißt, jetzt sind wir in der Lage, das zu präsentieren, was wir auch aktuell machen. Und ja, wollen auf jeden Fall uns um Gigs kümmern. Das hat jetzt aber zeitlich jetzt noch nicht so die Priorität gehabt. Und deswegen steht da jetzt erstmal noch nichts an. Aber das wird auf jeden Fall passieren, auch gerne immer mit anderen Bands zusammen. Und da ist ja Leipzig recht gut bestückt. So dass wir dann auch in Kooperation mit anderen Bands easy peasy mal hier und dort spielen können. So. Ja. Ja, sehr schön. Dann merkt euch bitte den 18.11. vor. Mallorca im Noch besser Leben. Das war es für heute mit dem Plattenladen mit Mallorca aus dem Is es Erika. Warum eigentlich hier? Abschließende Frage. Warum treffen wir uns hier im Is es Erika? Weil wir unseren Proberaum hier haben. Ah ja. Und naheliegend. Ja. Ja. Genau, und ich weiß nicht, ich hatte Mallorca das erste Mal auch hier in der Ilse gesehen. Das war, dürfte so Anfang 2014 oder 2013 irgendwann gewesen sein. Noch als Trio mit Toni am Schlagzeug. Oder 16 war das? War das 16? Ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, wir haben auch schon hier ein paar Mal gespielt. Also wir haben ich arbeite auch für die Ilse und deswegen war jetzt die Wahl des Ortes naheliegend. Ja. Sehr schön. Also, soweit von uns, vom Plattenladen hier aus der Ilse mit Mallorca. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder mit einer neuen tollen Band oder Künstlerin, Künstler. Wir gucken mal. Bis dahin, macht's gut.